das tägliche Pensum der Ibadah, das er für sich festlegen sollte, die sich jeden Tag und am Tag und Nacht wiederholen. Zum Beispiel, dass er sich ein Pensum setzt für die gewisse Nawafil, dass er gewisse freiwillige Handlungen jeden Tag durchführt. Es ist nämlich zu sehen, besonders in unseren Tagen, dass die freiwilligen Handlungen viel zu kurz kommen. Dass sie tatsächlich viel zu kurz kommen. Besonders dann, wenn man betrachtet, dass die Pflichthandlungen nicht auf ordnungsgemäße Art und Weise ausgeführt werden. Besonders dann sind die freiwilligen Handlungen viel notwendiger. Denn sie vervollkommnen den Mangel und die Makel, die in den Pflichthandlungen da sind. Aber dass diese nicht zu kurz kommen. Er sollte sich jeden Tag etwas vornehmen, zu praktizieren, wie zum Beispiel die Nawafil der Ibadat. Aber man sollte konsequent sein, konsequent, auch wenn es nur wenig ist, aber konsequent. Denn Qualität geht vor Quantität. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, er sagte, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qallat. Die liebsten Taten bei Allah sind die beständigen, die andauernden Taten, selbst wenn sie gering sind. Und das ist viel besser, als dass du dir einmal etwas vornimmst. Manchmal passiert es, dass Menschen mal sie durchlaufen gewisse Phasen, also einen gewissen psychischen Zustand, einen geistigen Zustand, also einen hohen geistigen Zustand. Der Mensch hat das manchmal, er durchlebt manchmal Phasen, wo er spirituell viel belebter ist, energiereicher ist. Und in diesen Situationen nimmt er sich dann so viele Sachen vor, die er auf einmal machen will, die hält er aber nicht länger aus als einen Tag. Am anderen Tag kann es sogar passieren, weil er sich so also viel zu viel vorgenommen hat und sich selbst überschätzt hat, dass er selbst Dinge unterlässt, die er eigentlich vorher regelmäßig getan hat. Ja. Daher sollte man sich wenig vornehmen, Schritt für Schritt. Man sollte das Schritt für Schritt angehen. Wenig, aber konsequent. Das ist besser, auch für deinen eigenen Zustand ist es besser. Wir haben schon mal dieses Beispiel erwähnt mit dem Tropfen. Wenn ihr euch erinnert, das kann man im positiven sowie im negativen Sinne verstehen. Ich hatte das im negativen Sinne erwähnt, die ständigen Fehltritte des Menschen, ständiges Fehlgehen, wie ein Tropfen, der auf einen Felsen fällt. Wenn das jahrelang passiert, dieser Tropfen wird seine Spuren hinterlassen in diesem Felsen. Wenn du aber die gleiche Menge des Wassers holst und einmal darüber schüttest, kann sein, dass er keine Spuren hinterlässt. Und so ist es auch mit den guten Handlungen. Guten Handlungen, die beständig sind, sind wie dieser Tropfen, der irgendwann wird er seine Wirkung zeigen. Aber der Sinn und Zweck ist, dass man am jeden Tag ein gewisses Pensum haben sollte, neben den Pflichthandlungen auch gewisse Nawafil zu praktizieren. Diese Nawafil können die sogenannten Al-Ibadat al-Muta'addiya sein und die sogenannten Al-Ibadat al-Qasira. Al-Ibadat al-Qasira, das sind Ibadat, von denen nur du persönlich Nutzen ziehst. Die Gebete, das Gedenken, die Andacht Allahs, das Lesen vom Koran. Das sind Handlungen, die nur dich selbst betreffen. Keiner in deiner Umgebung hat direkten, unmittelbaren Nutzen davon. Dann gibt es sogenannte Al-Ibadat al-Muta'addiya. Das sind Ibadat, die dich selbst, also dein Selbst, überschreiten und auch andere mit einbeziehen. Wie die Sadaqat, das Spenden. Und das Spenden im ganz allgemeinen Sinne. Nicht nur das Spenden von Geld. Das Spenden von Geld, dass man eintritt für jemand anderen.
dass man jemand anderen in seiner Sache unterstützt. Das Unterrichten, das Ermahnen, das Zurechtweisen von jemandem. All das sind Ibadat Mutaaddiya. Er sollte also jeden Tag ein gewisses Pensum haben, von Nawafil. Besonders die Nawafil sollte man einhalten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam regelmäßig eingehalten hat. Wie die Rawatib, die Sunan vor und nach den Gebeten. Das ist so eine Sache, die minimal da sein sollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Shaddad ibn Aus, dieser Hadith beinhaltet all diese drei Aspekte, die wir eben genannt haben. Er sagte, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut. Der Kayyis, der Vernünftige oder der Clevere, der Vernünftige ist der, der sein Selbst bezwingt, sein Nafs bezwingt. Nummer eins. Und Nummer zwei, wa amila lima ba'd al-maut. Und für das, was nach dem Tod kommt, schuftet oder arbeitet. Und dann sagt er, der Nächste, das Gegenteil davon. Und er sagte hier, man dana nafsahu, wer seine Seele bezwingt. Und das zeigt, dass niemand, wer hofft und erwartet, manchmal denkt man das, dass irgendwie aus heiterem Himmel ein Wille in ihn runtersteigt aus dem Himmel, der ihn dazu treibt, einfach von sich selbst aus alles zu machen, wie Wasser fließt. Das wird nicht passieren. Da ist immer eine gewisse Form des Zwanges da. Man muss sich dazu zwingen. Und das deutet darauf hin, dass es einen gewissen inneren Konflikt gibt, den man überstehen muss, den man überwinden muss. Es gibt niemanden, der von Geburt aus so ausgelegt ist, dass er ständig ausgerichtet ist nach den guten oder nützlichen Handlungen. Es gibt einen Konflikt und eine Bezwingung, deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, clever und intelligent ist, wer sich selbst seinen Nafs bezwingt. Natürlich, irgendwann wird es zu einer, ich nenne es mal Gewohnheit, das ist wie ein wildes Tier. Ein wildes Tier musst du zähmen. Und das kann dauern, aber wenn es einmal gezähmt ist, dann brauchst du diesen Prozess nicht mehr ständig durchführen. Wenn es gezähmt ist, ist es gezähmt. So ist es auch mit der Seele des Menschen. Und dann sagt er, Wal-Ajizu, der Unfähige, yani nicht clevere, nicht vernünftige, man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Unfähig ist, wer man atba'a nafsahu hawa, wer seine Seele freien Lauf gibt. Freien Lauf, yani, er lässt seine Seele, der Hawa, die Neigungen, die Triebe sind sein Führer und Leiter und er lässt ihn mitlaufen. وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ und der sich bei Allah Hoffnungen macht, daraufhin Hoffnungen macht. Das nennt der Prophet sallallahu alaihi wasallam al-Ajiz.